Um die Schraube zu lösen, brauchen wir einfach einen ganz normalen Schraubenschlitz. Einen ganz dünnen, wenn es geht. Stecken wir den hier einfach rein. Ihr habt bestimmt einen ganz normalen Schraubenzieher. Ich habe hier leider so ein Bit nur. Und hier sieht man, ich zoome das mal kurz näher ran, ein geschlossenes Schloss und ein offenes Schloss. Es ist wichtig, dass ihr die Schraube mit dem Zeiger, hier ist nämlich so ein Zeiger, was ihr seht, so ein Zeiger, so ein Pfeil. Den Pfeil müsst ihr hier auf das offene Schloss einfach hindrehen. So, machen wir jetzt gleich mal. So in etwa sollte das aussehen. Dann springt euch auch schon das Batteriegehäuschen ein bisschen raus. Dann könnt ihr da einfach hier das hier rausziehen. Wenn eure Finger jetzt irgendwie hier zu dick sind oder keine Ahnung, könnt ihr auch das einfach mit dem Schraubenzieher hier einfach ein bisschen so hochklappen, dann geht schon raus. Hier benötigt wird einfach eine ganz normale Knopfbatterie. Die ist hier von Panasonic. Made in Indonesia. Ja, das ist hier der Minuspol. Die Oberfläche ist hier der Pluspol. Und ihr müsst ihr einfach nur, ihr seht hier, ne, hier ist das Plus. Ihr müsst einfach das Plus zu Plus hier so reinschieben. Das Batteriegehäuse hier ist nämlich so eine kleine Einkerbung, was ihr sehen könnt. Diese Einkerbung muss hier wieder so eingesteckt werden. Und dann einfach drücken hier, Schraubenzieher nehmen und den Pfeil wieder zum Schloss oder irgendwie in eine andere Richtung drehen. Und schon ist der Batteriewechsel vollzogen.